man tauscht die Erfahrung aus. Ich habe das gestern so erlebt und es funktionierte. Und ich wurde nicht mehr geschlagen oder sexuell da irgendwie belästigt. Oder man tauscht durch diese intensiven Übergaben. Ne? Und das ist dann deswegen so wichtig, ne? Um die Problematik und die Belastung zu bewältigen. Ne? Ich habe niemals erlebt, wenn einer irgendwie sagt, ich kann das nicht, ich komme da auch nicht weiter und ich habe jetzt genug, ich brauche da jetzt Abstand, dass da irgendeiner gesagt hat, nee, jetzt hör auf, stell dich da nicht so an. Nein, die Akzeptanz ist sehr hoch. Es ist einfach eine Zusammenarbeit des ganzen Teams, nicht nur einzelne Situationen. Manchmal würde ich auch sagen, auch die Ansichtssachen von dem Kollegen. Ne? Einer sagt, dass er hat das Schmerzen, deswegen schlägt er. Vielleicht sollen wir den Doktor ansprechen und Schmerzmedikation anordnen. Also, ja, arbeitet man weiterhin, den Zustand zu versuchen zumindest. Ne? Wir sagen immer, wir versuchen es wenigstens. Ja. Nicht einfach, okay, das Problem belassen. Wir versuchen es zumindest zu minimieren. Ich würde auch als eine wichtigste Punkt benennen, zum Beispiel, dass man die Mitarbeiter von unserer Abteilung, dass die auch Nachtdienste machen, ist ganz wichtig, weil in dem Nachtdienst erlebe ich die Bewohner wirklich ganz anders. Als ich im Nachtdienst erlebe. So. Also für die Mitarbeiter, die im normalen Bereich arbeiten, die nehmen manche Sachen so an wie ihre Bewohner, wie ganz normale Bewohner. Ne? Ja. Er hat nicht geschlafen, aber ich suche einen Grund. Also wenn ich Nachtdienst mache, also ich habe schon mal auch die Bewohner gehabt, die er ganze Nacht nicht geschlafen hat. Ich habe 5 Minuten ans Bettkante gesessen und er hat das ganze Nacht durchgeschlafen. Eine hausinterne Übernahme des Bewohners, ein Problem Bewohners aus den großen Etagen, die dann meinen, er soll auf die Demenz zu uns runter, weil die da mit dem Problem gar nicht klarkommen. Mhm. Wir übernehmen diesen Bewohner und Frau Jackie als erstes, was soll ich mit dem hier? Der gehört ja gar nicht zum Klientel, das ist ja gar kein Problem. Genau. Ja. Und das heißt, die Problematik, die für andere hoch, lang erfahrene Pflegekräfte besteht, ist für uns als Team ein Problem von einem halben Tag. Also unsere Gefühle werden von selbst stark Dementen erkannt. Die fühlen uns. Also hat mich schon mal eine Bewohner gefragt, warum bist du so traurig heute? Also die merken schon, wie wir uns fühlen. Oder wenn ich eilig habe, die merken sofort. Ich habe eilig, ich muss schnell arbeiten, ne? Dann sind die noch unruhiger.